Grüß euch zurück hier auf dem Kanal vom Bavarian Vinyl Nerd. Ja, der Vinyl Nerd ist jetzt wieder mal der Schallplattenspieler Nerd. Ja, es geht los mit der Restauration bzw. mit der Neuauflage von des Kaisers neue Kleider. Und zwar bekommt jetzt unser 1237A von Dual, unser Vollautomat, ein neues Kleidchen. Genau. Und bevor wir das alles machen, müssen wir natürlich auch diesen Plattenspieler erstmal vorbereiten, dass wir ihn überhaupt sauber machen können. Und zwar beginnen wir mit der Demontage vom Tonabnehmer. Und das ist, in diesem Fall ist es ein TKS-System. Das heißt, dieses System ist jetzt nicht mit zwei Schrauben verschraubt, so wie diese normalen, in Anführungszeichen, Tonsysteme. Hier jetzt so, also ein Ortofon-Tonsystem mit diesen zwei Schräubchen, die von oben hier in den Tonarm reingeschraubt werden. Nein, die TKS-Systeme waren in den 70er Jahren sehr beliebt. Und zwar waren das diese Schnellwechselsysteme. In dem Fall jetzt hier bei diesem Plattenspieler schiebt man diesen Riegel hier oder diesen Tonarmheber, Halter, whatever, schiebt man nach hinten. Und dann kann man dieses Tonsystem einfach nach unten und vorne abziehen. Und dann hat man hier sein komplettes Tonsystem eben in der Hand. Und hier steht es eben drauf, das ist das TK230er System. Hier unten eben dran die ganzen standardmäßigen Anschlüsse von dem Tonabnehmer. Verbunden eben oben mit diesen kleinen Pinökeln, sage ich jetzt mal, mit diesen kleinen Drahtstiften, die wiederum münden hier hinten in einen kleinen Anschluss bzw. in kleine Kontakte. Jetzt habe ich es. Und die Kontakte sind wiederum verlötet mit den kleinen Drähtchen, die hier hinten durch den Tonarm laufen und eben unten wieder an unsere Cinch-Anschlüsse münden. Vorteil von diesem System, man kann es wirklich extrem schnell wechseln, wie ihr es gerade gesehen habt, oder runterbauen zum Saubermachen in dem Fall jetzt. Und Nachteil ist, diese Kontakte bzw. hinten die Kontakte korrodieren sehr gerne und schnell. Also muss man da immer wieder mit einem Kontaktspray oder Kontaktspray und einer kleinen Zahnbürste wieder die Kontakte sauber machen, damit wieder der Ton oder dieser Strom, der aus diesem kleinen Tonabnehmer kommt, wieder sauber weitergeleitet wird an die Drähte bzw. an unseren Ausgang zum Verstärker. Das ist einmal das erste Teil, das wir abbauen. Und das zweite Teil, das wir abbauen müssen, ist natürlich unser Plattenteller. In dem Fall nehmen wir unsere Gummi- und Metallplatte, Matte. Ja, matt ist auf alle Fälle die Platte. nehmen wir mal ab. Das ist eben eine so eine gummierte Auflage. Und eben hier mit Aluminium schön auf optisch schön gemacht. Wobei diese kleinen schwarzen Striche, die ihr hier seht, sieht man auf der Kamera nicht so richtig, die gehen durch das Aluminium. Also das ist quasi Gummi, der geht durch das Aluminium durch und steht oben wieder ein bisschen vor, dass die Schallplatte nicht auf dem Metall aufliegt, sondern auf diesen Gummiteilen. Und da muss man eben aufpassen, wenn man sich so einen Plattenspieler eben gebraucht holt, dass dieses Alu auf keinen Fall irgendwie verworfen ist oder verbogen ist, weil dann hat man das Problem, dann senkt sich zum Beispiel so ein Gummi sehr schnell ab und beziehungsweise ist nicht mehr über dem Aluminium, sondern ist vielleicht eben mit dem Aluminium und dann liegt die Schallplatte genau an dieser Stelle genau auf Metall auf und das ist natürlich, ja, das ist nicht unbedingt der Hit. Dann können wir den einmal zur Seite legen, der wird später sauber gemacht.
Dann eine Besonderheit von diesem Dual, habe ich euch ja schon gesagt, ihr könnt den Mitteldorn könnt ihr komplett rausnehmen, nach oben rausziehen. Der wird nachher auch noch ein bisschen besser aufpoliert, obwohl der eigentlich noch ganz gut ausschaut, der Bursche. Und jetzt zu dem Plattenteller, weil den kann man nämlich nicht einfach so nach oben abheben. Diese 12er Serie von Dual hat eine ganz kleine Eigenheit, sage ich jetzt mal. Wenn ihr mal da reinschaut, in diese Öffnung, also wenn man das Ding da dreht, dann kommt man auch an diesen Punkt. Wenn man da reinschaut, da ist so ein kleiner Schieber, so ein kleiner Hebel. Und den zieht man, kann man nach hinten wegziehen. Also mit der Feder ist der gelagert, der zieht sich wieder zurück. Wenn man den nach hinten wegzieht, kann man mit dem anderen Finger den Plattenteller komplett nach oben abziehen, wie Sie seht. Und das geht eigentlich relativ einfach. Und hier ist eben dieser Alu-Guss-Teller, made in Germany steht noch drauf. Ist es ein Standard-Plattenteller von Dual, der auch in anderen Plattenspielern verbaut wurde. Deswegen hat er auch seine Stroboskop-Viereckchen hier drauf. Allerdings hat dieser Plattenspieler gar kein Stroboskoplicht. Ja, den können wir auch zur Seite legen. Der wird nachher noch mit Spüli und mit einer Wurzelbürste sauber gemacht, dass der ganze Schmodder von den Jahrzehnten, wo er jetzt dann rumgestanden ist, mal runtergeht. Den legen wir auch mal zur Seite. So, hier haben wir dann unseren Riemen, den ich ganz frech wie ich bin, schon ausgetauscht habe. Es ist schon ein neuer Riemen jetzt hier drin, wieder bestellt bei taka.eu. Seite verlinke ich euch unter dem Video, falls ihr Ersatzteile für alte und auch neuere Geräte braucht, ist diese Adresse genau die richtige. Oder der dualfred.de, da könnt ihr auch gerne mal nachschauen. Der hat auch immer wieder Teile für diese alten Geräte eben noch auf Lager. Das ist auch sehr gut, verlinke ich euch ebenfalls unter dem Video. Also wie gesagt, den Riemen habe ich bereits ausgetauscht. Zwecks am Probelauf natürlich vor dem Video, dass ich auf Nummer sicher geht, dass wirklich alles funktioniert. Und jetzt sieht man auch hier unten diesen Riegel, der den Plattenteller oben verriegelt. Hier mit dieser Rückholfeder. Dann haben wir hier unsere typische Umschaltung von 45 auf 33, das über so einen kleinen Umlenker geregelt ist. Das Teil werde ich nicht berühren, weil das ist unglaublich schwierig zum Einstellen. Nach einem Probelauf habe ich festgestellt, der Plattenspieler läuft noch wunderbar und man kann auch noch die Feinjustage vom Pitch noch wunderbar regeln. Also das funktioniert noch. Der Zahnriemen, der da drin verbaut ist, dieser für die Pitch-Regelung, der läuft noch wunderbar über dieses kleine Zahnrad. Und die Umschaltung funktioniert auch noch wie die 1. Also das Ding werde ich nicht berühren. Hier oben wird der Plattenspieler jetzt dann sauber gemacht. Man kann hier auch hier hinten da die Anti-Skating-Einstellung hier noch schön aufpolieren, das Ganze. Es geht jetzt schon mit dem Finger ein bisschen runter, der Staub. Hier natürlich die ganzen Metallteile werden jetzt wieder mit dem Neverdull, mit meinem guten, habe jetzt schon eine neue Dose bestellt, mit dem guten Neverdull Magic Wedding Polish, werde ich das Ganze wieder hier auf Hochglanz bringen. Ebenfalls hier das Schild wird wieder auf Hochglanz gebracht, beziehungsweise auf dieses matte Aluminium, das ja hier eigentlich auf diesem Schallplattenspieler ist. Oberfläche auch gereinigt. Und dann drehen wir das Ganze mal um. Dann halte ich es mal fest, dass mir der Tonarm jetzt nicht hier auf die Werkbank kracht. Und wie gesagt, wie im letzten Video schon erwähnt, der Vorbesitzer hat da schon einen Kundendienst machen lassen bei diesem Plattenspieler. Und ich habe festgestellt, das stimmt wirklich. Die haben hier beim Tonarm-Lift, bei dem Hebel, der ist neu gefettet. Dann hier hinten habe ich festgestellt, der Steuerpimpel,
Da ist wieder das lustige Wort Steuerpimpel. Ey, warte, hör mal auf mit so Scheiß. Steuerpimpel ist leider auch schon ausgemergelt, beziehungsweise gar nicht mehr vorhanden. Den wechsel ich natürlich auch aus. Habe ich schon bestellt, ist auch schon auf dem Weg. Was haben wir noch? Genau, ich habe hier schon mal den Motor angeschlossen an diesen beiden Steckverbindungen. Den tun wir aber jetzt wieder raus, weil den kann ich jetzt gar nicht brauchen. Dann haben wir hier unten noch unsere Erdung. Die ist auch in dem alten Grundig HiFi Center an der Platine angesteckt gewesen. Die Erdung werde ich natürlich auch wieder nach draußen führen, über dieses Anschlussterminal, das ich euch im letzten Video schon vorgestellt habe. Ansonsten, hier haben wir unser Kurvenrad, unser altbekanntes für die Vollautomatik. Und hier haben wir unseren, das ist noch zusätzlich bei diesem Plattenspieler ja verbaut, wie ich euch schon im letzten Video gesagt habe. Diese Abwurfautomatik ist ja hier mit dabei für unsere Wechselachse. Austauschen muss ich eigentlich sonst gar nichts. Die Federung vom Plattenspieler, die Entkopplung ist noch völlig in Ordnung. Jetzt drehe ich das Ding wieder um, weil das drückt mir langsam die Hand ab, weil das Ding ist, das fühlt sich an, als wäre es aus Gusseisen. Das ist echt der Hammer. Lange Rede, wieder mal und kurzer Sinn. Ich lege jetzt los. Ihr dürft zuschauen. So, nachdem unser guter Plattenspieler jetzt wieder so weit aufgehübscht ist, dass er wieder schön in dieses Gehäuse rein kann, nehmen wir uns genau dieses jetzt vor. Ja. Und zwar habe ich mir jetzt doch überlegt, nachdem ich einige Leute hier noch auf meinem Kanal angeschrieben haben und mich gebeten haben, doch bitte dieses schöne Holzchassis doch zu lassen in Eiche-Optik, habe ich mich dazu entschlossen, ganz spontan und ohne Vorwarnung, ich lasse das wirklich so. Ja, ich gehe eben da, mache da eine Grundreinigung, eine richtig gute, aber das sieht es jetzt dann eh. Und dann gehen wir mit dem guten Polyboy, das ich da oben habe, auf meinem Regal nochmal drüber, dass das wieder auf Hochglanz ist. Das, glaube ich, ist die beste Lösung. Und bevor wir aber das machen, nehmen wir uns noch Folgendes vor, und zwar, wir drehen das ganze Teil jetzt mal um und jetzt sieht man auch, dass das Gerät eben keine Füße unten dran hat, so wie alle anderen Plattenspieler. Das ist bei diesem Gehäuse leider immer so schon gewesen. Das Problem ist allerdings, dass er halt eben schief steht, weil da vorne eben diese Leiste ist und hinten ist gar nichts. Das macht mir aber jetzt im Prinzip gar nichts aus. Aber immer noch so tolle Antiresonanzfüße hier bei mir, die man mit Schrauben von der Rückseite her schön befestigen kann. Und genau das machen wir jetzt. Und zwar habe ich da dazu den kleinsten Meterstab von Niederbayern. Und dann markieren wir uns jetzt mal kurz die,
Löcher, wo wir jetzt da hin wollen, dass wir jetzt genau im gleichen Abstand natürlich haben, dass das nach was ausschaut. Gehen wir jetzt da 2 cm rein und da 2 cm rein. Und das machen wir hier umlaufend, das Ganze. Hey, Mathematik, immer Mathematik, überall Mathematik, ey. So, nachdem wir das haben, messe ich mir mal kurz die Schrauben aus. Da haben wir 3,88 mm, das heißt, wir nehmen einen 4er Bohrer. Und bohren wir da mal ganz brutal Löcher in dieses Chassis rein. So, dann gehen wir da mal mit unseren Schrauben durch. Machen wir gleich mit alle 4. So, nachdem wir jetzt unsere Schrauben da drin haben, können wir diese tollen Füße jetzt hier einfach drauf drehen, von innen die Schraube ein bisschen gegenhalten. So, und schon hat unser Gehäuse von dem Dualplattenspieler wieder Füße unten dran und wir stellen das Ganze jetzt mal hin und schon haben wir da wieder ein wunderbar schön gerade stehendes Gehäuse. Aber das war ja noch nicht alles. Ich habe ja noch gesagt, wir bauen dieses Terminal noch hier hinten ein in diesen Plattenspieler. Und das kommt da hinten ins Gehäuse rein. Bin mir jetzt gerade noch nicht sicher, auf welche Seiten. Die längeren Kabel sind auf der linken Seite. Das heißt, wir bauen es in die Mitte. Nein, geht nicht, da ist innen ein Steg. Also bauen wir es hier hinten so ein, das Ganze. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Wir werden jetzt das Ganze da hier ausnehmen, dieses Holz. Ich denke mal, dann wird das dementsprechend gut halten, dass man da seine Zinsstecker und seine Erdung anstöpseln kann. So, nachdem jetzt hier das Anschlussterminal wunderbar verbaut ist in diesem Dual mit ein paar Modifikationen meinerseits, also ich habe da quasi die beiden Anschlüsse nochmal verlängert mit Kabel und den Erdungsdraht auch nochmal mit angeschlossen zusätzlich und das Ganze noch markiert mit links und rechts, weil man, wie man sieht oder nicht sieht, kommt man da ganz, ganz schlecht wieder rein zum Anlöten. Das habe ich mir gedacht, ich verlängere die Kabel einfach, dann tue ich mir nachher umso leichter. Jetzt habe ich mir noch was gefunden hier in meinem Bastelkeller und zwar solche Retusche-Wachsstifte für Holz, die man wunderbar verwenden kann zum Ausbessern von Rissen oder Löchern im Holz. Und da ist natürlich jetzt leider kein Eiche, sondern jetzt Nussbaum mit dabei gewesen, aber ich glaube sogar, dass das Nussbaumfurnier ist, das wo da jetzt drauf ist auf diesem Chassis, auf diesem Gehäuse. Und ich habe da das Stück Nussbaum mal noch hier und das verreiben wir jetzt mal hier in diesen Schlitz rein. Kann man nämlich wunderbar mit diesem Wachs, ja, also wie ein Wachsmalstift im Prinzip, halt nur Holzfarben oder in der richtigen Farbe vom Holz. So, das massieren wir da jetzt schön ein, dass das da drin ist, in diesem Schlitz. So, dass der da komplett gefüllt ist mit diesem Wachs. Jetzt haben wir das da schön einmassiert in diesen Schlitz, der offen war. Und jetzt kommt Trick 17, jetzt kommt nämlich unser Heißluftföhn zum Einsatz auf Stufe 1. Und zwar haben wir ungefähr 70 Knoten. Und dann schmelzen wir das Ganze jetzt mal an.
geht relativ zügig, dass das schmilzt. So, jetzt ist das schon ein bisschen verlaufend, oder? Und jetzt sieht man auch, okay, hier muss ich noch rein. Und da muss ich noch rein. Und so kann man langsam, aber bedächtig, diesen Schlitz hier wieder füllen. 6.5 hours later. Dass es nachher nicht mehr so extrem auffällt wie zuerst. Jetzt das Ganze nochmal schmelzen lassen. Und dann läuft dieses Wachs schön in diesen Schlitz hinein. Und das lassen wir jetzt ein bisschen antrocknen. Da hier vorne haben wir auch ein paar so Dinger drin, die wo mir nicht so gefallen, da wo es schon ein bisschen heller ist. Dann machen wir das gleiche nochmal. Drückt man fest auf, dass sich das Wachs hier ablagert auf dem Holz und auf diesem Furnier. Und dann schmelzen wir das wieder. Und schon verändert sich die Farbe und wird zu diesem, ja, zu dieser Nussbaumfarbe. Und dann habe ich hier meine Plastikrakel, mit der wo ich eigentlich immer die Sachen hier foliere, aber das mache ich ja diesmal nicht. Aber dafür kann ich diese Rakel jetzt auch wieder wunderbar verwenden, um das überschüssige Wachs jetzt hier wieder abzunehmen. Dann gehen wir in der Faserrichtung. Und jetzt hoffe ich, dass man es auf der Kamera schön deutlich sieht, wie dieser Riss, der jetzt da in dieser Oberfläche war, eigentlich schon so ziemlich verschwunden ist, beziehungsweise optisch jetzt um einiges besser ausschaut. Gut, den Rest können wir dann so lassen. Und da machen wir jetzt nochmal eine Grundreinigung von dem Ganzen. Übrigens, diese so oder so ähnliche Wachsretuschestifte, die verlinke ich euch unter dem Video, da gibt es in verschiedene Farben. Da ist jetzt Nussbaum Natur und Nussbaum Dunkel ist jetzt da mit drin in diesem Package. Gibt es natürlich auch in Eiche oder auch in sonstige Farben, die man so hat mit, bei Holzfurnieren. Und da kann man jederzeit so ein Gehäuse, das vielleicht schon ein bisschen ein Problem hat mit Kratzern oder Abplatzen, jederzeit schnell mal reparieren. Und es schaut dann auch wieder aus, ja, ich sage jetzt einmal, wie neu. Jetzt machen wir das Ding noch sauber, machen wir eine Grundreinigung und dann gehen wir wieder mit dem guten Polyboy gehen wir wieder drüber, polieren wir das Ganze wieder auf. Aber wie gesagt, im ersten Step machen wir es wieder sauber. Das Gehäuse wieder schön aufpoliert mit dem Polyboy. Der wirkt immer noch Wunder, obwohl er schon so lang existiert oder obwohl diese Marke schon so lange existiert und keiner weiß mehr, dass es den eigentlich noch gibt. Polyboy macht Möbel wie neu. Polyboy. Und bin schon da. Einfach gut. Meine Möbel glänzen wie neu. Das macht Polyboy. Pflegt wie neu. Polyboy. Und ja, jetzt schaut das Gehäuse auf alle Fälle wieder super toll aus. Auf der Kamera sieht man es leider nicht so. Aber ich kann es euch wirklich sagen, das glänzt und ist wieder wunderbar bereit für den 1237er von Dual. Jetzt müssen wir nämlich diese Verdrahtung, diese interne Verdrahtung hier, die wir haben mit unserem Anschluss für unsere Lautsprecher bzw. für unsere Cinch-Kabel
und hier die Erdungsleitung von dem ganzen Gehäuse müssen wir jetzt da hinten wieder anschließen. Und dann natürlich noch zusätzlich unsere 230 Volt Leitung. Und jetzt haben wir viele von euch schon auch unter das letzte Video geschrieben, ich soll da bitte aufpassen, weil dieser Plattenspieler eine Stromversorgung von 110 bzw. 125 Volt hat, weil das ja in diesem Gehäuse von dem Grundig HiFi Center verbaut war und da die Stromversorgung anscheinend auf 110 bzw. 125 Volt läuft. Ich war jetzt mal so frech, weil ich habe noch zufällig einen Ersatzmotor hier von so einem Dual, habe jetzt das einfach mal angestöpselt, ganz frech, und einmal einen Probelauf gemacht mit dem, einfach nur mit diesem 230 Volt Stecker. Und was soll ich sagen? Er hat funktioniert, er läuft nicht zu schnell, er läuft nicht zu langsam, und heißt aber für euch nicht, dass ihr das zu Hause jetzt unbedingt so nachbauen müsst. Erkundigt euch da bitte beim Elektriker oder Elektroniker vor Ort, ob ihr das mit eurem Gerät, wenn ihr das dann so machen wollt, auch machen dürft und könnt, beziehungsweise ob ihr euch das umbaut und einen kleinen Trafo hier einbaut in das Gehäuse. Funktioniert ja einwandfrei, hat man ja noch genügend Platz nach unten, und dann könnt ihr das Gerät auch mit 110 oder beziehungsweise 125 Volt betreiben. Wie gesagt, ich kann es Gott sei Dank mit 230 Volt betreiben, weil der Plattenspieler ja schon mal umgebaut wurde und eben dann eine neue Stromversorgung bekommen hat, beziehungsweise anscheinend in dem Grundig Center die Stromversorgung neu verkabelt wurde und eben da diese 230 Volt Leitung hier angeschlossen ist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt bauen wir diesen Stecker hier, bauen wir dementsprechend um, dass wir hier hinten unsere Cinch-Kabel anschließen können und dann einen kleinen Testlauf machen können mit dem guten Plattenspieler hier an meiner Stereoanlage. Ja, und das mache ich jetzt einmal kurz. Also eigentlich ist es ganz einfach vom Prinzip her. Ich habe ja hier hinten meine Kabel schon nach vorne gezogen von diesen Cinch-Buchsen. Habe hier meinen rechten Kanal, habe hier meinen linken Kanal und habe hier meine Erdungsleitung. Die Erdungsleitung wird mit diesem Kabel verbunden, das hier ist dieses Chassis jetzt erdet. Das Gerät ist fertig. Ich habe jetzt alles angeschlossen. Ich drehe es euch noch mal kurz um. Hier hinten jetzt das Anschlussterminal für die Cinch-Stecker und für die Erdung von einem Technics-Plattenspieler, wie gesagt. Alles schön aufpoliert, sauber gemacht. Und jetzt zeige ich euch, jetzt machen wir mal einen Probelauf. Und jetzt habe ich wieder mal endlich die Schallplatte von der Feuerwerksmusik, die ich auch in meinen ersten Videos schon für euch parat hatte. Einstöpseln, einschalten, läuft jetzt über einen kleinen Vorverstärker hier an meinem Rangforce. Und dann drücken wir auf Start. Das Gerät startet automatisch, ist ja ein Vollautomat. Geht rüber, schön leise, man hört gar nichts, alles schön gefettet unten das Kurvenrad. Und eben auch der Tonarmlüft funktioniert auch noch wie eine 1. Schön langsam senkt sich das ab. Genau, und dann haben wir unsere Stopptaste. Einfach nur rüberziehen und er fährt wieder auf seinen Tonarmhalter rauf. Dann dauert es immer ein bisschen. Das ist eben so, bis eben diese
dieses Kurvenrad wieder an ihrer oder an seiner Stelle ist, an seiner richtigen. Das Knacksen, was ihr jetzt gehört habt, das ist auch prädestiniert für so alte Plattenspieler, weil es drin ein kleiner Kurzschließer, nennt sich das. Und sobald der Schallplattenspieler sich ausschaltet oder der Motor ausschaltet, dann gibt es diesen Knacks. Das behandle ich noch mit meinem guten Kontaktspray und mache die Kontakte noch sauber. Oder ich bestelle beim Dualfried einen neuen Kurzschließer. Ist ja auch nicht so teuer, kostet glaube ich 8 Euro oder so. Also, diese Vollautomatik von diesem Plattenspieler funktioniert auch noch einwandfrei. Und eins habe ich noch vergessen, das wollte ich euch noch zeigen. Kleinen Moment. Ich habe nämlich auch eine Abdeckung für dieses Gerät gefunden. Ja, und zwar hat mein Bekannter einen kaputten Plattenspieler vorbeigebracht, wo ein Haufen kaputt war an dem Plattenspieler, der eigentlich zum Reparieren unrentabel war. Aber er hat was ganz Besonderes dabei gehabt, nämlich ein Cover. Und dieses Cover passt wie Faust auf Auge auf diesen Plattenspieler. Und schwupps, haben wir wieder einen. Diesmal einen Dual CS1237A umgebaut aus einem Grundig HiFi Center, rausgebaut, umgebaut, umgelötet mit Anschlüssen hinten dran jetzt, dass man den autark betreiben kann und wie ihr seht, er funktioniert wie eine 1. Das leichte Knacksen von diesem Kurzschließer, das bringe ich ihm auch noch weg. Und dann habe ich schon wieder einen hier in meinem kleinen Bastelkeller. Ansonsten sind wir wieder durch für heute. War wieder ein bisschen ein längeres Technikvideo. Und wir sehen uns bald wieder. Bleibt mir treu. Schaut euch das Video an, auch sehr interessant. Und ansonsten, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald. Pfiat euch. Servus.